Arid, Level 10. Oha, ich will nicht schon wieder Arid. Gibt's nicht Wüste? Meinetwegen kannst du auch Tundra. Oh, das sieht gut aus. Aber wenn jetzt jeder Kreis nur einen Planeten beinhaltet, dann ist auch Kacke. Tentakel 9, oh, bitte nicht. Und Snow auch nicht. Tundra 9? Grassland 10, komm. Fliegen wir hin. Ist ja quasi um die Ecke. Quasi. Naja, so quasi auch nicht. Ne Modo. Schau ich doch mal. Sliding Door, okay. Halt. Normale Bandagen herstellen. Hightech Block, okay. Nano Wrap Bandage herstellen. Alter, 13.000 noch was, hey. So, jetzt aber. Gut, der Rest kommt. Pixelkompressor. Mach ich halt was kaputt, aber egal. So, packe ich gleich mal hier rein. Hier rein. Platinum. Oh, Uran habe ich noch. Gleich mal das Schiff betanken. Ah, Plutonium gibt schon mal mehr. Wieder was dazugelernt. Imperium-Barren. Ja, da heißt es jetzt. Komm, mach mal schneller. Ich glaube, die restlichen Rohstoffe, komm. Ich bin jetzt mal nicht so. Und hau die mal hier rein. Ein cooler Fass. Nee, brauche ich. Fass. Brauche ich nicht. Rotten Apple. This apple is clearly rotten. It's even got a worm. Was? Riffing around in it. Do I dare? Ein bisschen besser. Okay. Ja, durch den Whisky natürlich wird man voll. So. Rein mit. Huch. Ach, da. Und runter. Level 10. Die Grasslands. So, dann buddel ich mich hier erstmal durch. Sammle reichlich Rohstoffe. Auf das ich Imperium-Bahn herstellen kann. Und damit auch die stärkste Rüstung. Den Planeten jetzt aber komplett erkunden. Na, mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal ein bisschen mehr Imperium-Bahn, wollte ich sagen. Alter, 2000. Komm, Timmy, wie viel machst du? Lalalala. Boah, die Viecher langen aber auch nicht schlecht hin. Oh. Oh. Oh, hallo. Achso, nur Kleidung. Okay. Aber ich finde hier schon mal an der Oberfläche ein bisschen mehr Rubium als... Nein, ich kaufe leider nicht mehr. Du hast nur Ramsch. Tut mir leid. So, nochmal heilen. Also gibt es hier wahrscheinlich irgendwo ein Glitchdorf. Mal wieder. Au. Oh, jetzt brenne ich auch noch.
Naja, zum Glück nicht lang. Einfach mal durchbohren. So, was bist du für eine? Du bist doch bestimmt gleich jemand, der mich attackiert, oder? Ja. Ach. Ich pfeife jetzt mal kurz hier auf die Erze. Oh, yes, sass. Okay, kleines Hühnerhaus. Ziemlich tief unten drin. Ah. Ein Zelt. Kurz eine Runde campieren. Schade, dass ich mit diesem Portable Pixel Printer... Habe ich den jetzt noch bei mir? Ja, sehr schön. Dann packe ich den mal auf die Nummer 6. Ach so, das ist nur eine einmalige Gelegenheit. Oh, alter Schwede. So, dann werde ich mich mal hier mit dem Bohrer durchkämpfen. Oi. So, Diamanten. Wie viel habe ich denn jetzt? Schon 43, okay. Die Hälfte. Boah, lass mich in Ruhe, du Vogel. Ich wollte gerade sagen, bin ich schon wieder auf F1 gekommen. Ich glaub's ja echt nicht. Da unten hat's Rubium. Viel oder nicht viel? Das ist jetzt die Frage. Ja, nicht viel, aber immerhin. Moment mal, wie viel... Ich wollte gerade sagen, ich kann ja schon fast wieder an die zurück zum Schiff. Alter, noch mehr Rubium. Und können wir schon die Impervium-Rüstung herstellen? Oder werde ich nach den Zutaten nochmal schauen? Ah, wobei mir einfällt, ich muss jeden Boss erstmal einzeln machen. Weil die dann erst, weiß Gott, für Sachen fallen lassen. Ah, ah. Lass mich in Ruhe. Komm, Timmy. Ah, Alter. Hammer auf den Kopf. Und schon tot. Viertausend sogar. Alter. Okay, jetzt geht es hier hoch. Alter Schwede. Weil mir fällt gerade ein, ich muss hier hinten Boss einzeln blätten. Ganz einfach, weil ich die ganzen Komponente, glaube ich, schon weggeschmissen habe. Die ich brauche. Mal nachgucken. Komm. Was soll's. Halt, ja. Ich brauche... Oh! Eine Drachenklaue. Endomorphic Jelly. Ein Prozessor. Ich muss aber die Sachen herstellen, besser gesagt. Gut, Silber. Diamanten. Dauert ja nicht lang. Dann stelle ich mal soweit die Sachen her, die ich brauche. Oh, nee, halt mal. Nee, Quatsch. Ich brauche gar nicht die Endboss-Sachen. Da habe ich jetzt Bockmist erzählt. Ich muss nur schauen, wie ich die Sachen nochmal herstelle. Robot. Ah, stimmt, da brauche ich auch wieder so ein Gehirn. Steelbarren brauche ich. Komm, alle Bahnen mal raus. Dura-Steelbarren, Violiumbarren.
Erstmal hier, da brauche ich ein. Wie hieß das nochmal? Distress Beacon, genau. Einmal. Jetzt brauche ich Roboterteile. Den muss ich aus Steelbahn herstellen. Was? Ach, ich habe keine Kohle mehr. Ah, verstehe. Nehme ich halt die. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Steel Baron. So. Na, mal gucken. Reicht das jetzt aus? Reichen natürlich mal wieder nicht aus, ne? Na gut. Erstmal alle Erze einschmelzen. Ein paar kommen in die Raffinerie, aber nicht viel. Kommt Diamanten in die Raffinerie. Ich habe ja noch genügend Diamanten. Das müsste dann auch reichen für die Roboter-Sachen. Jo, Robot Arms, Robot Chests, Robot Legs. Dann muss ich noch Roboter-Kopf, da brauche ich ein Artificial Brain. Dann brauche ich... Mann, wie schimpfen sich das? Decoy Princess, genau. Decoy Princess. Ach, Fabric brauche ich. Pixel 2000. Titaniumbahn brauche ich ebenfalls. Wie ging nochmal Titaniumbahn? Titanium. Musste ich Titanium finden? Ja, ich musste Titanium, glaube ich, finden. Wo waren die nochmal? Level 4 Planet oder? Brain Extractor, das brauche ich. Dann kommt jetzt erstmal Distress Beacon rein. Die und Robot Chest. Oh, halt, kann ich ein Endomorphic Jelly? Peanut Butter Trap. Durasteel Bahn. Wie kann ich nochmal Durasteel herstellen? Durasteel Bar? Ja, aus Titanium Barren. Irgendwie missfällt mir das, aber nun gut, ich muss auf Titanium Bahn suchen gehen. So. Peanut Butter Trap. So, Schmelzvorgang erfolgreich. Komm. Imperium Barren. So. 66 müsste jetzt eigentlich ausreichen für die Imperium Rüstung. Die ich mir nicht hier, sondern wie ich mal wieder vergessen habe, am Robotertisch erst herstellen kann. Aber Impervium ist das Letzte. Da gibt's nichts mehr dann. Ach, da.